Nach langer Zeit nimmt Eightynator wieder ein Gameplay auf. Jedoch fragt sich jeder, welches Spiel wird gespielt? In welches wird er sich begeben? Nun, die Antwort kommt jetzt. Ich spiele wieder Mario Kart. Ja, meine lieben Freunde, es ist mal wieder soweit. Wir spielen wieder Mario Kart 8 Deluxe. Ich weiß noch, dass Mario Kart 8 Deluxe mein allererstes Gameplay auf diesem Kanal war. Jedoch, ich muss sagen, für mein erstes Gameplay lief es nicht so gut, was da passiert ist. Nein, ich hätte besser als Davis werden können! Aber heute wird's besser. Denn heute geplant ist einmal natürlich Rennen als auch Schlacht. Denn Schlacht hatten wir beim letzten Mal nicht. Da hatten wir meistens eher nur Rennen. Und dieses Mal habe ich gedacht, den Schlachtmodus machen wir auch, weil in Schlachtmodus bin ich eigentlich voll gut. Nun können wir auch gleich anfangen. Erstmal muss ich entscheiden, was ich nehmen möchte. Eigentlich ist es ganz klar. Das ist irgendwie bei mir immer so. Die erste Strecke ist immer Mario Kart Stadion. Warum auch immer. Ich hatte natürlich schon immer Spaß mit Mario Kart. Es ist schön, es wieder zu spielen. Es macht auch wieder... Also es wird bestimmt auch wieder Spaß machen, das hoffe ich. So, nun gehen wir wieder ins Getümmel. In Mario Kart 8 Deluxe. Ah, Mario Kart. Eins der Spiele, die auch für Zerstörung der Freundschaften sorgen. Ich meine, zum Spaß für alle Beteiligten. So, wir sind schon mal auf dem zweiten. Wir können... Alter, ich war auf dem zweiten! Bruder, was ist hier bitte los? Nur noch Panzer und Bananenschalen. Und Panzer, Bananenschalen. Und Bananenschalen. Panzer... Was ist... Wie? Hä? Was ist da passiert? Das hat mich ehrlich gesagt vollkommen überrascht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber... Irgendwas ist passiert. Es gibt immer noch eine Chance, den ersten Platz zu sichern. Wenn mal ein blauer Panzer auftauchen würde, wäre mal schön. Das ist doch der gute Freund des Menschen. Ah, ein blauer Panzer ist aufgetaucht. Jetzt, weil ich ihn ausgelacht habe, habe ich das Karma bekommen. Sehr schön. Also, erster werde ich glaube ich nicht. Aber es kann wenigstens auf dem zweiten bleiben. Ach, scheiße. Vergiss es. Dann bleibt es auf dem dritten. Warte, warte, jetzt. Nein! Du Kleiner! Ey! Ich bin wenigstens Dritter. Aber der da, der kriegt meine Rache noch zu spüren. Wisst ihr, einige denken, wenn das Internet abgeschaltet ist, das ist das Schlimmste. Nein, Mario Kart ist viel schlimmer. So. Nächste Strecke ist Tic-Tac-Traum. Alter! Bruder, was ist da los? So. Jedenfalls ist es auf jeden Fall... Mario Kart ist einfach nur ein Spiel, in dem Krieg einfach vorkommt. Es ist einfach genauso lang wie der zweite... Nee, sogar noch länger als der Zweite Weltkrieg. Das hat schon viel früher angefangen, dass schon die meisten sich gehasst haben. Das Schlimmste für mich war eigentlich Mario Kart Wii. Das war das schlimmste Mario Kart, das ich hatte. Denn da bin ich so oft ausgerastet. No joke. Aber das hat trotzdem meine Kindheit voll beherrscht. Hey. Friss, Rachel! Bombenprank! Warte mal. Ich bin Dritter? Wie oft sage ich noch, hä? Der Wasserpark. Auf geht's. Wir werden jetzt bis vollkommen zu Ende bringen. Und dieses Mal als Erstplatzierter beenden. Glaube ich zumindest. Stirb, du Keck.
Nun sind wir als erster Platz in der zweiten Runde ins Ziel gekommen. Das ist nicht euer Ernst. Ja, ich bin der Ich hab es endlich geschafft, ihr kleinen Uhr. Ja, noch kommt euer Panzer. Der Deutsche hat hinbekommen. Der aus Deutschland hat hinbekommen. Nun betreten wir das Käseland, in dem da alles voller Käse ist. Käse. Es wäre jetzt schon geil, wenn ich auch diese... Approved. Auch diese Runde als Erstplatzierter bestehen würde. Aber ich bin gerade auf dem vierten, deswegen müssen wir jetzt Gas geben. Ich vergesse dort, ich habe gar keinen Pilz. Scheiße, ich bin siebter, achter, neunter, zehnter. Nun, die nächste Strecke ist das Excite-Bike-Stadion. Ich mag halt die Musik von Excite-Bike-Stadion, aber die Strecke ist einfach nur von Excite-Bike. Alle sind gerade in der Kriegszone. Und ich war neunter, glaube ich, und hatte vier Pilze! Nein, wieso kommen immer diese Boomerangs? Wieso immer ich? Somit hat er es verdient, dieser Kleine! Ups. Bruder, der Typ ist rückwärts gefahren! Was ist heute los? Langsam keine Lust mehr! Ich hab einfach keine Lust mehr! Jetzt gehen wir uns aber in den Schlachtmodus hier rein. Nun können wir jetzt endlich starten mit Münzenjäger in der Deckerbahnstation. Theoretisch jetzt meine Heimat, da ich ja Inklinger bin. Nein! Konzentration. Ich verschwinde lieber, da ich der King bin. Nein, doch nicht. Ah, ich bin doch King. Wow. Wow. Schnell, ich brauche Münzen, Digga. Nein, 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 nein. Zweiter? Das ist nicht schlecht. Ich muss sagen, das ist nicht schlecht. Trotzdem wünsche ich wäre Erster. Das nächste Spiel ist die Ballonjagd in der Mondkolonie. Yippie! Oh, stimmt. Nein! Ernsthaft? Ernsthaft! Yes! Fuck! Aber ich hab die Krone noch! Bitte, ich bleib König! Ja, geil! Kommt schon! Das Gute ist, ich habe die Krone. Wenn ich jetzt das sehr gut mache, kann ich erst dazu bleiben. Komm schon, 7, 6, 5. Ich bin Erster! Ich hab's geschafft mit einem Punkt. Ich bin Erster. Nice. Das war's. Dann ein Like da lassen. Abo da lassen, Glocke aktivieren, Feedback da lassen. Auf Wiedersehen.
Lasst alle bitte ein Like da und ein bisschen Liebe und abonniert auf Ehre einen meiner besten Freunde, 18ATA 9001 und der Zeichen von 18ATA.